Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Steffen von Quadriding TV. Wie ihr seht, wir sind heute wieder unterwegs bei schönem Wetter. Muss man noch mal nutzen, die Tage werden so langsam kürzer. In diesem Video gibt's wie immer ein paar sneaky Informationen für euch. Außerdem habe ich eine kleine Umfrage, also bleibt dran und bis gleich. So Leute, wir sind heute unterwegs hier nach Schöllbronn und zwar holen wir den lieben Flo ab. Natürlich einerseits, damit wir ein bisschen durch die Gegend eiern können, aber zweitens, der Hauptgrund, warum wir das eigentlich machen, ist, weil wir heute mal wieder ein paar Bilder für Instagram machen wollen und der liebe Flo hat eine geile Location gefunden. Die Bilder findet ihr natürlich bei mir oder auch bei der Lena auf dem Instagram-Account, unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur ersten Location. Den Flo haben wir aufgegabelt hier. Der fährt ganz vorne, weil der weiß, wo es lang geht. Und somit habe ich zum ersten Mal Zeit, um mal an das erste Thema anzuknüpfen, was ich mal kurz ansprechen möchte. Und zwar hatten wir letzte Woche das schöne Gewinnspiel. Habe ich ja aufgelöst, die Gewinner bekannt gegeben. Da wollte ich nur noch mal kurz an die Gewinner Bescheid sagen. Leute, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch an, dass ihr wirklich wisst, dass ihr gewonnen habt und so. Nicht, dass irgendwelche Preise übrig bleiben. Soweit ich das aber jetzt gerade weiß, haben sich fast alle Gewinner gemeldet. Einer oder zwei fehlen noch. Also die sollten sich vielleicht noch einmal bei mir melden. Weil ich natürlich auch nicht will, dass am Ende heißt, ja, nee, ich habe nichts gekriegt oder so, nicht? Bitte bei mir melden, damit ich da die Adresse kriege. Und zum anderen möchte ich noch was anderes ansprechen, deswegen habe ich gleich vorm Intro noch gesagt, bezüglich einer kleinen Umfrage. Und zwar gucke ich natürlich immer, wie gesagt, schon in den Analytics bei mir auf dem Kanal, einfach, wo kommen die Abonnenten her, wer schaut welche Videos am liebsten, mit welchem Titel. Und eine der anderen Fragen ist halt auch, welche Videolänge schauen die Leute am liebsten oder wie lange schauen sie überhaupt mein Video? Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass halt viele Leute wirklich nur die Hälfte oder so vom Video anschauen. Es ist halt immer ein Problem, weil es ist nur eine Statistik. Das heißt, wenn 50% das Video ganz anschauen und 50% nur 2 Minuten oder 1 Minute und direkt wegklicken, ergibt sich halt daraus am Ende die Statistik, dass halt nur 50% vom Video angeschaut werden. Deswegen ist das immer mit Statistiken immer so ein bisschen schwierig. Aber deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach eine kleine Umfrage, bei der ich euch einfach mal frage, auf was ihr denn Bock habt. Auf was für eine Länge habt ihr Bock von den Videos? Wie lange soll ich die Videos gestalten? Seid ihr mit dem zufrieden, wie es momentan ist? Oder habt ihr vielleicht Bock, dass wir noch längere Videos machen? Oder habt ihr vielleicht eher Bock, dass wir so kurze, knappe, knackige Videos machen? Ja, der Spiegel ist locker, ich weiß. Kurze, knappe Videos machen, die aber dafür schön vollgepackt sind mit Informationen, dass euch ja nicht langweilig wird. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und natürlich, ich mache einfach mal oben irgendwo hier eine Abstimmung. Könnt ihr einfach mal, wenn ihr wollt, dran teilnehmen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einfach einen Kommentar schreibt, wo dann drin steht, ja, ich hätte gern, also ich würde mich freuen, wenn das Video nur 5 Minuten lang ist oder so. Ach übrigens, bezüglich hier wegen dem Lenkerende. Ich habe ja hier lange rumprobiert, ob ich das irgendwie festkriege. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Letztendlich habe ich heute neue Lenkerenden bestellt. Mit denen werde ich es dann nochmal ausprobieren. Und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, ob das dann funktioniert, weil ich hab das wirklich satt. Und ich muss natürlich auch sagen, klar, der ein oder andere wird jetzt sagen,
Ja, du kaufst neue Dinger, du verkaufst doch die Karre eh. Ja, ist schon klar. Aber ich will ja auch, dass der Nächste, der es kauft, damit zufrieden ist und mir nicht am Ende auch den Verkaufspreis zermürbelt, nur weil die Lenkerenden scheiße sind oder irgendeine Glühbirne nicht funktioniert oder irgendwas. Also solche Sachen, finde ich, sollten beim Verkauf dann auch schon funktionieren. Nicht? Ach übrigens, hier, vielleicht sieht man das, wenn ich hier so runterfilme. Ich muss natürlich auch nach vorne gucken. Hier, die Sticker hier, das sind die Holo-Sticker. Die sind verfügbar. Gerne, wer welche haben will, Bescheid sagen. Leider hat jetzt gerade keine Sonne geschienen, weil die sehen echt, also die sehen pervers geil aus, wenn da die Sonne drauf scheint. Weil die einfach komplett regenbogenfarben leuchten. Es sind zwar nicht so riesig wie die, oder nicht so groß wie die alten, aber die passen dafür dezent überall hin, nicht? Das kann man schon mal machen. Was ich mal gemacht hatte, was ich euch gar nicht gezeigt habe, war, dass ich mal an der Kymco hier die Hauptdüse geändert habe. Ich habe es, glaube ich, mal in der Quad-Vorstellung 2.0 gesagt gehabt. Original, ich weiß es gar nicht genau. Original ist, glaube ich, eine 112er. Oder ist eine 113er? Eins von beiden 112er oder 113er Düse verbaut. Und ich bin damals, als ich den Luftfilter gewechselt habe auf K&N, auf eine 120er Düse gegangen. Das ist halt schon ein relativ großer Unterschied. Lief aber eigentlich am Anfang echt gut, bloß habe ich nach einer Weile oder jetzt in letzter Zeit Probleme gekriegt, dass wenn die Maschine dann warm geworden ist, dass sie mir das ein oder andere Mal einfach abgesoffen ist. Also das heißt, ich habe mich zum Beispiel wie hier einfach rollen lassen und wenn ich dann zum Stehen gekommen bin, ist sie abgesoffen und ausgegangen. Und dann habe ich sie auch erstmal für so 10, 20 Sekunden nicht mehr angekriegt und dann lief sie wieder. Ich bin das jetzt am Testen, also das ist der im Prinzip die Jungfernfahrt, weil ich habe das erst gestern gewechselt. Aber das war halt vorher bei der originalen Düse nicht. Jetzt habe ich eine 115er drin, weil die originale habe ich leider irgendwie verdattelt. Die habe ich nicht mehr gefunden. Aber die 115er kommt ja relativ ähnlich. Und jetzt bin ich da mal am Ausprobieren, ob das so besser läuft. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass man von der Geschwindigkeit natürlich einen Unterschied merkt. Ob ich jetzt mit einem Sportluftfilter fahre und zusätzlich noch mit einer anderen Düse. Aber es hat halt überhaupt gar nichts gebracht von der Geschwindigkeit. Es ist nicht mal mehr 1 km/h Unterschied geworden. Vermutlicherweise liegt es daran, dass die Drossel noch weiterhin drin ist. Und die sitzt ja, soweit ich weiß, im Ansaugstutzen bei der Kymco. Also zwischen Vergaser und Zylinder. Also bringt es mir nicht wirklich was, wenn in den Vergaser mehr Sprit reinkommt und mehr Luft und aber in den Zylinder nicht mehr. Das ist der Unterschied. Das bringt mir nicht wirklich was. So Leute, ja, jetzt sehen wir uns mal aus einer anderen. Naja, Perspektive ist die gleiche, aber das Quatsch steht. Und ich bin mal gespannt, wer es jetzt schon sieht, was sich verändert hat. Also zum einen will ich euch natürlich kurz mal noch zeigen. Ich hoffe, man sieht das alles mit der Kamera. Und zwar hier den Gepäckträger habe ich ja schon mal gezeigt. Aber ich wollte mal nochmal die Tasche zeigen. Und zwar ist das die sogenannte Q-Bag. Von der gibt es viele verschiedene Varianten. Ich habe mich für die eckige entschieden, weil die einfach hier perfekt reinpasst. Die wird einfach über so Schlaufen festgemacht, dann über den Reißverschluss drauf gesippt und dann hat die mega geile Taschen und von der Größe einfach, wir haben hier einen Reißverschluss dran, wenn ich den zum Beispiel hinten aufmache, so, kann ich die einfach nochmal vom Volumen vergrößern. Also ich habe hier ohne Probleme schon Regenjacke und was weiß ich mit drin gehabt und sogar noch was zu trinken oder so. Wir haben hier oben drauf einen Reißverschluss mit einer kleinen Tasche, zusätzlich diese Bänder, wo wir was reinmachen können und natürlich ganz normal können wir die Tasche natürlich aufmachen
und haben innen drin Platz. Ihr seht jetzt mein ganzes Inventar, Scheißkram da, Müll und was weiß ich, ist ja wurscht. Hier die Sticker und was weiß ich, also ihr habt ja auch nochmal ein Netz, wo ihr was hinten dran machen könnt, das ist eigentlich auch mega gut. So viel zur Tasche, kriege ich kein Geld für die Werbung, mache ich einfach nur, weil mir die Tasche echt gut gefällt. So, als zweites, wenn ich mich jetzt mal hier hinstelle, seht ihr wahrscheinlich schon, was wir gemacht haben. Und zwar habe ich diesen sogenannten Variomatic-Abdeckung oder wie man das nennen will, die ist original Silber bei der Kymco, aber ich fand das einfach hässlich. Alles schwarz, Rahmen schwarz, gut, die A-Arms, die müsste man auch noch schwarz machen, ist mir aber persönlich, können jetzt viele rummeckern, aber mir ist persönlich zu viel Aufwand, das auszubauen, muss ich ehrlich sagen. Außerdem, wie gesagt, wenn ich sie behalten würde, die es machen, aber da ich sie nicht behalte, ist mir es egal. Das war nicht viel Arbeit. Das Ganze habe ich ausgebaut. Dann habe ich diese Abdeckung einmal grundiert. Dann kam ein Hitzeschutzlack drauf, ein schwarzer, damit mir das Ganze nicht wieder abblättert. Und obendrauf habe ich nochmal eine Schicht, oder eher gesagt zwei Schichten Klarlack gemacht, weil ich das Ganze glänzend haben wollte. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze in matt aussieht, dann guckt mal bei meiner Schwester vorbei auf dem Instagram-Account. Bei der haben wir das Ganze in matt gemacht. Also einfach keine Schicht Klarlack oben drüber. Das andere Ding habe ich in dem Rot gemacht, wie auch das gleiche Rot wie die Nerfbars und die Verkleidung hier und wie auch die Felgen. Also ich muss persönlich sagen, wenn du von Weitem halt schaust, das sieht schon echt geil aus. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Hitzeschutzblech werde ich wahrscheinlich auch nochmal machen. So Leute, also wir waren jetzt nochmal schön Eis essen bei 30 Grad. Kann man sich das mal gönnen? Ich sag hier mal nur Hashtag Gönnung pur. Ja, und jetzt geht es auch schon wieder auf dem Heimweg. Wir haben jetzt genug Bilder für Instagram gemacht. Ich denke, ihr habt heute auch ein paar schöne Informationen bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich kein Video mehr verpasst. Und ansonsten sage ich nur tschüss, ciao, ich bin raus, euer Steffen von Quadriding TV. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und peace!